Dresden-Passes. Hier ist Einreicher die SPD-Fraktion, die auch ihren eigenen Antrag noch mal mit Änderungen hier versehen hat. Das kann jetzt mal eingebracht werden durch Seat Rebs. Und dann würden wir in der Fraktionsrunde mit der CDU starten. Bitte schön. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe wenige noch verbliebene Gäste. Der Dresden-Pass ist das wichtigste kommunalpolitische Instrument, was wir haben, um für Menschen mit wenig Geld, mit einem geringen Einkommen, sowohl gesellschaftliche Teilhabe als auch bezahlbare Mobilität zu organisieren, zu sichern. Der Dresden-Pass lebt dabei von Anpassungen und Weiterentwicklungen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Das ist auch ganz normal, weil auch die Welt dreht sich weiter, auch die Gesellschaft verändert sich. Und natürlich sollten wir darauf auch reagieren. Ich glaube, die größte und weitreichendste Veränderung und Weiterentwicklung des Dresden-Passes war, als wir auf das von mir jetzt mal so bezeichnete Bescheidssystem umgestiegen sind, also diese freie Berechnungsformel da rausgenommen haben und den Grundsatz eingeführt haben, wenn man einen Bescheid für eine Sozialleistung hat, die in dieser Satzung genannt ist, dann hat man auch ein Anrecht auf den Dresden-Pass. Das war natürlich eine richtige Entscheidung und hat auch ganz viel Sinn gemacht, weil es ganz viel Prüfaufwand reduziert hat und die Ausstellung des Dresden-Passes sehr viel unbürokratischer gemacht hat. Es führt aber eben auch dazu, dass nicht alle Menschen, die unter der früher definierten Einkommensgrenze liegen, heute auch noch eine Anrecht auf den Dresden-Pass oder eine Anspruchsmöglichkeit auf den Dresden-Pass haben. Dazu kommt noch, dass die Corona-Pandemie und auch die Inflationsentwicklung, die wir in den vergangenen 2 Jahren erlebt haben, zu Veränderungen in der sozialen Landschaft in unserer Stadt geführt haben und neue Bedarfe aufgezeigt haben. Und deswegen hat die SPD-Fraktion diesen Antrag aufgeschrieben, weil wir der Ansicht sind, all diese Prozesse führen dazu, dass es mal wieder Zeit wird, den Dresden-Pass ein Stück weiterzuentwickeln. Dafür machen wir 4 sehr konkrete Vorschläge. Als allererstes wollen wir gern das Leistungsspektrum des Dresden-Passes ein Stück weit erweitern. Das, was dort nämlich bisher nicht Bestandteil ist, sind Kosten, die für Verwaltungsakte entstehen, die zwangsläufig von den Menschen gemacht werden müssen. Sowas wie das regelmäßige Beantragen eines Personalausweises oder eines Reisepasses, das Ausstellen von Führungszeugnissen oder Beglaubigungen, gerade in einem Land, wo es zum einen eine Ausweispflicht gibt, zum anderen beglaubigte Kopien oder auch Führungszeugnisse notwendig sind, um sich auf Jobs teilweise zu bewerben oder Jobs zu bekommen und damit eben aus dem sozialen Leistungsbezug rauszukommen, halten wir es für wichtig, da Menschen mit wenig Einkommen auch Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Die zweite inhaltliche Ausweitung des Leistungskatalogs in unserem Antrag hat dieser Stadtrat zum Glück schon beschlossen, nämlich das Deutschlandticket als eine Option im Sozialticket mit aufzunehmen. Aber diese zweite oder die erstgenannte Leistungserweiterung halten wir nach wie vor für sinnvoll und notwendig und stellen sie deswegen heute hier zur Abstimmung. Als zweites schlagen wir vor, den Personenkreis, für die den Dresden-Pass bekommen können, zu erweitern. Das eben aus dem Kontext, dass nach der Umstellung auf das System ein Sozialleistungsbescheid berechtigt zum Bezug des Dresden-Passes eben nicht mehr alle Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen oder über gar kein Einkommen verfügen, Dresden-Pass berechtigt sind. Es gibt da durchaus ein paar Lücken, die kumulieren sich auch sehr stark im Bereich der jungen Generation, nämlich bei jungen Menschen. Das ist auch der Punkt, den wir mit unserem einen Änderungsantrag nochmal in den Antrag ergänzen wollen, nämlich dass auch Bezieherinnen und Bezieher von BAföG und von BAP, also Berufsausbildungsbeihilfe, die Möglichkeit bekommen sollen, den Dresden-Pass zu beziehen. Das sind beides Ausbildungsförderungsmaßnahmen für Menschen, die eben tatsächlich nur eine geringe Ausbildungsvergütung in dem einen Teil bekommen oder auf der anderen Seite eben keine Möglichkeit haben, sich sonst ihr Studium eigenständig zu finanzieren. Das sind alles Menschen, die wenig Geld haben und die Unterstützung des Staates brauchen, deswegen die anderen Leistungen bekommen. Denen sollten wir Zugang auch zu den Vergünstigungen des Dresden-Passes geben. Was Ähnliches zählt für uns, für den ganzen Bereich Kinderpflege. Auch diese Leistungen des Sozialamts bzw. des Jugendamtes sind bisher nicht Bestandteil der Dresden-Pass-Satzung. Und ich glaube,
die Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind und da auch eine wichtige Arbeit leisten, die haben das auch durchaus verdient, dass sie in den Genuss sozusagen der Ermäßigungen durch den Dresdenpass kommen. Dritter Schwerpunkt unseres Antrages ist eine weitere Entbürokratisierung des Dresdenpasses. Zum einen, indem wir die Gültigkeit des Dresdenpasses für Seniorinnen und Senioren, die über das SGB XII unterstützende Leistungen bekommen, entfristen. Wir sind der Meinung, wenn man einmal in der Rente ist und die Rente sozusagen berechnet ist, dann wird sich daran nicht mehr viel ändern danach. Und deswegen macht es an dieser Stelle eigentlich überhaupt Sinn, dass die Menschen jedes Jahr einen neuen Antrag auf den Dresdenpass stellen müssen, sondern es macht total Sinn, wenn der einmal genehmigt worden ist, ihn dann auch tatsächlich entfristet zu genehmigen. Und der zweite Vorschlag, den wir machen, ist, dass der Dresdenpass zukünftig bei Sozialleistungen, die zum Dresdenpass berechtigen, die von der Stadt ausgegeben werden, automatisch mit zugesandt wird, dass es keinen separaten Antrag mehr braucht, um sozusagen auch Verwaltungsaufwand im Sozialamt einzusparen und das Ganze deutlich zu beschleunigen. Der letzte Punkt in unserem Antrag ist nochmal eine Kommunikation. Bitte zum Schluss kommen oder wir nehmen eine zweite Redezeit. Ja, ich bin eigentlich auch fertig. Der letzte Punkt ist die Kommunikationsoffensive, um auf dieses gute und wichtige Instrument auch nochmal aufmerksam zu machen. Und ich würde mich sehr über eine breite Zustimmung heute hier freuen. Vielen Dank. Okay, dann machen wir mit der Fraktionsrunde los. CDU-Fraktion, Thomas Lehmann, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Drews hat es schon ausgeführt, der uns zur Beratung vorliegende SPD-Antrag hat im Prinzip eine Erweiterung des Empfängerkreises und des Leistungsspektrums des Dresdenpasses als Gegenstand. Wir als CDU sehen den Dresdenpass durchaus als ein wirksames Instrument, um Unterstützungsleistungen an Bedürftige anbieten zu können, sodass sie am sozialen und kulturellen Leben teilhaben können. Es geht also primär um die Unterstützung im täglichen Leben. Dazu zählt zum Beispiel der ÖPNV, das Beispiel wurde schon genannt, oder ein vergünstigter Eintritt im Schwimmbad oder vielleicht auch mal ein Besuch im Museum. Allerdings, in dem uns vorliegenden Antrag, sollen weitere Vergünstigungen oder Gebührenübernahmen als zusätzliche Leistungsbestandteile in den Dresdenpass mit aufgenommen werden. Herr Drews nannte das als Verwaltungsakte, also zum Beispiel die Beantragung des Personalausweises, eines Reisepasses, Dokumente, die in der Regel 6 oder 10 Jahre Gültigkeit haben, wo ich sage es mal, keinen turnusmäßigen Wechsel aller Jahre gibt und somit zu den Kriterien des täglichen Lebens de facto nicht wirklich dazu zählen. Ein wichtiges Thema, was durchaus der Antrag innehat, ist die digitale Teilhabe. Ja, in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass man den Umgang mit digitalen Medien sicher beherrscht. Allerdings leisten unsere Bibliotheken in dem Zusammenhang durchaus wunderbare Arbeit, weil dort kann man sich quasi digitale Medien ausleihen, man kann das Handhaben mit digitalen Geräten dort ein Stück weit erlernen. Und das Beste natürlich an der ganzen Geschichte ist, die Nutzung der städtischen Bibliotheken ist schon über den Dresdenpass inkludiert, also kostenfrei. Alle Nutzer des Dresdenpasses können die Bibliotheken nutzen. Ein weiterer problematischer Aspekt, und das sehe ich nicht so positiv, wie es rübergebracht ist, sondern eher negativ, und so lese ich auch die Stellungnahme der Verwaltung, ist der gewisse Automatismus, der dem Antrag innewohnt. Das heißt, wenn ich jetzt Wohngeld beantrage, dann soll automatisch bei einem positiven Wohngeldbescheid ein Dresdenpass zugestellt werden. Wir denken, und so sieht das auch die Stellungnahme der Verwaltung, ist eher ein problematisches Konstrukt, weil hier wird quasi eine Vermischung stattfinden zwischen Pflichtaufgaben, die die Kommune leisten muss, und freiwilligen Aufgaben. Zudem, und wir hatten es ja auch schon gehört, soll der Personenkreis der Berechtigten eines Dresdenpasses erweitert werden. Insbesondere aufgrund der steigenden Zahlen von Wohngeldempfängern in unserer Stadt sehen wir bereits steigende Beantragungszahlen im Dresdenpass. Und auf der anderen Seite sehen wir im Moment, und das wird uns auch noch die nächsten Jahre durchaus begleiten, dramatische Anstiege im sozialen Bereich, was die Kostenseite betrifft.
All das kann aus unserer Sicht nur zu einem Ergebnis führen. Wir müssen uns im Moment darauf konzentrieren, das Angebot, so wie es besteht, dort soweit erhalten, dass wir das erhalten bleiben. Wir sehen, dass wir die bestehenden Mittel, dass wir die optimal einsetzen, die Menschen, die wirklich in Not sind, unterstützen können. Das betrifft die Gruppen, die im Moment im Dresden-Pass enthalten sind. Aus diesen Gründen werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin, linke Fraktion, Pia Bargo, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Der von Ihnen ja eingebrachte Antrag zur Verbesserung des Angebotes des Dresden-Passes, den begrüßen wir. Also deswegen, da werden wir auf jeden Fall dem SPD-Antrag zustimmen, denn grundsätzlich halten wir Verbesserungen des Dresden-Passes für sinnvoll und für wichtig. Vorneweg möchte ich gleich auf Ihren Redebeitrag eingehen, Herr Lehmann. Ich teile nämlich Ihre Annahme, dass vermutlich Kostensteigerungen im Sozialen zu erwarten sind in den nächsten Jahren. Aber das bedeutet ja auch, dass, das bedeutet ja de facto, dass die Menschen, insbesondere diejenigen, die eben wenig Geld haben, die arm sind, ansonsten Kostensteigerungen zu tragen haben. Deswegen finden wir es durchaus positiv, wenn man den Dresden-Pass jetzt schon auch hier erweitert und das auch antizipiert und hier den berechtigten Kreis ausweitet und auch in Teilen das Leistungsspektrum ausweitet, um genau eben solche Kostensteigerungen, die ja Bürgerinnen und Bürger betreffen, zumindest ein Stück weit abfangen zu können. Es gab, Herr Drews hat es angesprochen, in den letzten Jahren immer mal wieder Erweiterungen des Dresden-Pass-Angebotes. Wir als Linke haben dem immer zugestimmt, haben teilweise mit angeschoben. Und einige dieser Erweiterungen möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Eine ganz wesentliche war sicherlich die Einführung des Sozialtickets im Jahr 2015. Vorher gab es ja ein paar wenige Euro Rabatt auf das Ticket, aber seit 2015 gibt es für alle Inhaberinnen des Dresden-Passes einen 50-prozentigen Rabatt auf alle Tickets der DVB. Der Erfolg hat sich auch gleich niedergeschlagen, denn die Nachfrage nach dem Dresden-Pass hat insbesondere danach auch deutlich zugenommen. Das heißt, es ist auch tatsächlich ein Instrument, das angenommen wird. Auch andere Dinge wurden aufgenommen, vor einigen Jahren zum Beispiel, das ist auch bundesweit oder zumindest hier prominent in der Presse gewesen, gab es mit Nebenkosten, insbesondere einzelner Vermieter, erhebliche Probleme und Schwierigkeiten, woraufhin der Dresden-Pass erweitert wurde, dass nämlich eine kostenlose Mietrechtsberatung in den Pass aufgenommen wurde, dass Mieterinnen und Mieter, die irgendwie zweifeln, ob die Nebenkostenabrechnung denn so korrekt ist, sich hier kostenlos beraten lassen können. Und schließlich das Deutschlandticket als nochmal Erweiterung des Sozialtickets wurde im Juli letzten Jahres noch hiermit aufgenommen, sodass jetzt Inhaberinnen des Dresden-Passes auswählen können, ob sie denn die Dresdner Abo-Monatskarte zum halben Preis haben möchten oder aber das Deutschlandticket. Genau. Abgesehen davon sind natürlich eine ganze Menge von kulturellen Events enthalten in dem Pass, Museen, der Zoo, Schwimmhallen, Konzerte der Dresdner Musikfestspiele oder auch das Theater Junge Generation. Und ich denke, insgesamt kann man auch sagen, der Pass erfüllt durchaus seinen Zweck. 2023 besaßen mehr als 27.000 Menschen einen Dresden-Pass und von diesen, das mal so als Vergleich, nutzten 15.000 das Sozialticket. In Dresden aber gelten 73.000 Personen als arm. Und Armut schränkt ein, schränkt sogar massiv ein. Und alles, was dazu führt, dass armen Menschen mehr Teilhabe ermöglicht und so zum Beispiel auch, dass mehr Menschen den Dresden-Pass nutzen und die Angebote der Teilhabe aus dem Dresden-Pass so nutzen können, ist daher begrüßenswert. Denn Armut schränkt ein und grenzt aus. Das heißt, alle Instrumente, die dagegen wirken, begrüßen wir als Linke auf jeden Fall sehr. Aus dem Antrag, Herr Drews hatte natürlich schon einige Punkte genannt, möchte ich nochmal besonders hervorheben, die Verlängerung der Gültigkeit für Seniorinnen, dass die entfristet werden soll, das begrüßen wir sehr. Ich denke, das würde vielleicht auch die Bearbeitung entschlacken und gerade bei Seniorinnen ist oft
die Beantragung von sozialen Leistungen mit viel Scham verbunden. Deswegen, wenn dieser Schritt nur einmal gegangen werden muss und dann einfach gilt, ist es, glaube ich, auch für die Menschen eine große Erleichterung. Ja, abschließend möchte ich nur sagen, jede Verbesserung des Dresden-Passes ist unbedingt zu begrüßen und wir als Linke werden dem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würden wir an der Rednerliste weitermachen. Tina Siebeneicher, Grüne Fraktion. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe interessierte Zuhörende. Ja, es wurde jetzt schon eine ganze Menge gesagt zum Wert des Dresden-Passes und auch zu dem Angebot, den wir als Stadt hier machen. Und auch ich möchte zu Beginn noch einmal sagen, es ist ein gutes und sehr wichtiges Angebot, denn Armut ist in Deutschland, aber auch hier in Dresden ein oft sehr stigmatisiertes Thema und Armut ist sehr vielfältig. Ganz oft können die Betroffenen eben nichts für ihre Armut. Der Grund kann neben der Arbeitslosigkeit sehr oft auch ein geringes Einkommen sein oder trotz Arbeit eine sehr geringe Rente im Alter. Es kann Krankheit als Grund sein oder auch eine Behinderung. Insofern ist der Dresden-Pass eine wichtige freiwillige Leistung, die ganz viele Menschen, wir haben die Zahlen hier schon gehört, die ganz viele Menschen in unserer Stadt unterstützt und ihnen trotz einem geringen Einkommen oder wenig Geld die Teilhabe am Leben in unserer Stadt möglich macht. Und Armut, das möchte ich auch noch mal so grundlegend sagen, grenzt in vielen Bereichen aus. Es alles oder vieles, was uns selbstverständlich vorkommt, zum Beispiel in ein Konzert zu gehen, ins Theater, ins Museum, im Sommer ins Freibad, mit Bus und Bahn durch die Stadt zu fahren, die Bibliothek zu nutzen oder den eigenen Kindern das Ferienangebot möglich zu machen, all das ist für Menschen und für Familien in Armut oft schwer finanzierbar oder gar unmöglich. Und insofern sehe ich den Dresden-Pass und auch den Antrag der SPD-Fraktion, hier weitere Verbesserungen vorzunehmen, sehe ich als eine Chance, den Dresden-Pass zum einen bekannter zu machen, zum anderen noch attraktiver zu machen und vor allem auch Scham abzubauen, wenn man in Armut lebt. Und ich möchte neben den Verbesserungen, die jetzt genannt wurden, auch noch mal auf zwei eingehen. Wir haben neben dem Sozialticket durchaus auch die Erweiterung auf das Deutschlandticket vorgenommen. Das heißt, DresdenpassinhaberInnen können selbst entscheiden, ob sie für die Hälfte des Preises das Deutschlandticket nutzen und damit durchaus auch weiter den öffentlichen Regionalverkehr nutzen können als nur in Dresden oder ob sie sich für das DVB-Abo entscheiden mit den entsprechenden anderen Vorteilen. Wir haben aber auch im Sommer letzten Jahres beschlossen, dass DresdenpassinhaberInnen kostenfrei in Kulturveranstaltungen gehen können, wenn es denn noch Restkarten gibt. Auch das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, der durchaus auch zu kultureller Teilhabe beiträgt. Und neben allen Debatten, die jetzt hier schon stattgefunden haben und auch den Worten aus der CDU-Fraktion, ist mir vor allem wichtig, mit Blick auf die Zukunft noch mal ganz klar zu sagen, wir sollten an dem Dresden-Pass festhalten. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, als wir letztes Jahr die Haushaltssperre hatten, war die FDP-Fraktion eine der ersten, die den Dresden-Pass als Ganzes in Frage gestellt hat und damit auch das Signal gesendet hat, dass sie bereit ist, an den Ärmsten in unserer Stadtgesellschaft als Erstes zu sparen. Und ich denke, das geht nicht. Das ist auch keine Lösung, egal wie der Stadthaushalt aussieht. Ich glaube, wir müssen ein ganz, ganz deutliches Signal senden. Tina, warte mal einen kleinen Moment bitte. Ich würde mal die rechte Seite bitten, entweder werden die Gespräche jetzt eingestellt oder ihr unterhaltet euch draußen. Das ist wirklich unangenehm. Ne? So, bitte Tina. Vielen Dank, das hilft auf jeden Fall.
Also insofern kann ich nur noch mal appellieren, dass wir dieses Instrument, auch wenn es freiwillig ist, dass wir die Leistung durchaus ernst nehmen, dass wir sie heute hier verbessern und dass wir das ganz klare Signal setzen, dass uns Menschen, die in Armut leben müssen, in dieser Stadt nicht egal sind. Vielen Dank. Okay, jetzt frage ich mal bei den Fraktionen nach, die jetzt nicht auf dem Zettel stehen, wird FDP das Wort gewünscht? Nein. AfD das Wort gewünscht? Auch nicht. Freie Wähler, Freie Bürger? Nein. Und dann hätten wir die Rednerliste durch. Will die SPD noch mal Schlusswort? Auch nicht. Dann wird man in die Abstimmung kommen und ich habe jetzt zwei Änderungsanträge. Der eine bezieht sich vom November noch, was die Änderungen angeht, was dem Stadtrat dann entsprechend vorzulegen ist. Das müsste man ohnehin ändern, was den Ausschussbericht angeht, weil ja hier im Ausschussbericht noch 31.12. wäre. Was wäre dann angemessen für einen Stadtrat, für ein Datum zu ändern? Hier steht 31.03.24. Also gut. Nehmen wir also hier, wird man den Ausschussbericht insofern redaktionell verändern, dass der Stadtrat bis 31.12.24 eine entsprechende Änderung der Richtlinie vorliegen haben, würde ich jetzt nicht abstimmen lassen. Und ich würde jetzt aber den Änderungsantrag der SPD vom 12.03. zunächst zur Abstimmung bringen. Wer hier diesem Änderungsantrag Beschlussvorschlag 2 zustimmen kann, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 35 Ja, 34 Nein, 0 Enthaltung so mehrheitlich beschlossen. Und damit stelle ich den so veränderten Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem Ausschussbericht zustimmen kann oder sein Stimmzeichen geben will, den bitte ich jetzt. Der wäre ebenfalls mit 35 Ja, 34 Nein, 0 Enthaltung so mehrheitlich beschlossen. Würden wir weitermachen mit dem Top 12.3, Fuß- und Radwegbeleuchtung am Dresdner Elb,